Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel doch mal unterwegs. Ich bin nicht Julia, wie ihr offensichtlich sehen könnt, denn Julia ist verhindert, hat andere Termine im Rahmen von Spiel des Jahres Jury und hat mich gebeten, hier das Interview heute zu übernehmen, beziehungsweise die Berichterstattung vom Deutschen Spielepreis. Und das habe ich auch gern getan. Wir sind jetzt hier über Halle 3 vor dem Saal Europa, wo gleich der Deutsche Spielepreis verliehen wird. Der Preisträger steht ja schon fest, das ist Flügelschlag. Schon wieder, kann man sagen, denn Flügelschlag ist ja auch Kennerspiel des Jahres geworden. Ja, und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Elizabeth Hargrave ist dieses Jahr die Abräumerin. Ihr Spiel Flügelschlag hat einfach auf allen Ebenen begeistert. Ich habe mir jetzt Elizabeth Hargrave geschnappt. I hope this was correctly spelled. Mm-hmm. And you won two prizes in a row. One People's Choice Award today evening, the Deutsche Spielepreis, and one Jury Award, the Kennerspiel Award. And how does it feel? Did you expect to win any prize with your game? No, this whole year has been such a surprise. It's been wonderful. It's great that people are enjoying the game and playing. So. Yeah. And. So you're not getting used to it, stepping up on the stairs to get some prizes, or will you continue to get prizes for your game? I'm still not used to it. I don't know. That's very good. And so the game won two awards, like one People's Choice Award and one Jury Award. So this seems to be that the game is very well accepted by all audiences, right? Yeah, and it's selling very well too, which is the other measure, right? So. Yes, the selling point, right. And you just brought out the expansion for Wingspan. The German version is already for sale in purchase in the halls down at Spiel. Yes. And are there further plans? Do you have other ideas in mind? Yeah, we've said we're going to do one expansion for each continent. So after Europe, we'll move on to another part of the world. Okay, so it will be, let me think, perhaps Africa? That's one of the other continents, yes. Ah, okay, you won't tell, I know. Jamie is very strict in his policies, right? Yes. Okay, then thank you very much for the short interview and have a good time and enjoy your prizings. Thank you, my friend. Der Deutsche Spielepreis ist der wichtigste Publikumspreis in der Spieleszene. Neben dem Sieger werden auch wieder die Top 10 gewürdigt. Unter diesen Top 10 waren viele Schwergewichte vertreten, wie zum Beispiel Gloomhaven von Isaac Childress oder Spirit Island von Eric R. Royce. Dazu war das Spiel des Jahres 2019, Just One, auf Platz 9 ebenfalls vertreten. Während der Deutsche Spielepreis in den letzten Jahren immer mehr Familienspiele gelistet hatte, haben dieses Jahr fast ausschließlich Kenner- und Expertenspiele überzeugt. Auf Platz 3 landete Teotihuacan, die Stadt der Götter, von Daniele Taschini und David Turci. Mit Platz 2 hat es Wolfgang Warsch mit Die Tavernen im tiefen Tal wieder auf das Treppchen geschafft. So, das war's vom Deutschen Spielepreis 2019. Wir gratulieren nochmal allen Preisträgern dieses Jahres ganz herzlich. Und falls es euch interessiert, Preisträger im Bereich Kinderspiel ist übrigens Concept Kids Tiere geworden. Ja, und morgen geht's wieder für uns auf die Messe. Wir freuen uns schon auf den nächsten Tag, morgen am Messefreitag. Und besucht uns doch gerne bei Meet and Play, also mich zumindest, ich bin auf jeden Fall da. Und Julia und Stefan sind auch da. Und dort könnt ihr auch noch andere Blogger treffen. Und wir freuen uns auf alle, die vorbeikommen. Macht's gut und bis bald. Tschüss!